Einen guten Abend hier in Hamburg. Ihr seht geil aus. Ja, unsere Stadt ist auf den Beinen. Heute Abend ist von hier schon... Hoppsala, vielen Dank. Heute Abend ist von hier schon der Dykemarsch losgegangen. Zum dritten Mal wurde zum Hamburg Pride dieses großartige Zeichen für lesbische Sichtbarkeit gesetzt. Allen Dykes vor und hinter den Kulissen, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für euer Engagement und einen Riesenapplaus. Und morgen werden wir dann die große CSD-Demonstration durch die Hamburger Innenstadt erleben. Zum 38. Mal gehen wir für unsere Rechte auf die Straße und auch nach 38 Jahren ist das absolut notwendig. Das Motto des Hamburg Pride 2018 lautet: Freie Bahn für Genderbahn. Dieses Motto steht für unsere Idee einer selbstbestimmten Geschlechterpolitik. Denn über seine Sexualität, seinen Körper, das empfundene Geschlecht und seine Identität bestimmt jeder Mensch selbst und niemand sonst. Genderbahn, das ist ein rechter Kampfbegriff. Damit, Dankeschön, damit diffamieren politische Ideologinnen und religiöse Fundamentalistinnen alles, was sich abseits der heterosexuellen Norm und der zweigeschlechtlichen Ordnung bewegt. Wir nehmen uns diesen Kampfbegriff, um ihn mit unseren Inhalten zu füllen und möglichst bald zu entsorgen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es ein drittes Geschlecht neben männlich und weiblich im Personenstand geben muss. Es hat damit die Rechte von intergeschlechtlichen Menschen gestärkt und dieses Urteil wird und muss auch Auswirkungen auf die rechtliche Situation und die Lebenssituation von Transmenschen haben. Und das ist gut so, denn es ist kein Wahn, über die bestehende Geschlechterordnung hinauszudenken, wie es uns viele rechte Hetzerinnen einreden wollen. Es entspricht der Lebenswirklichkeit in unserem Land, auch wenn diese Vielfalt von vielen Menschen nicht akzeptiert wird. Und deshalb demonstrieren wir morgen für ein Recht auf Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht, über seinen Körper und seine geschlechtliche Identität selbst zu bestimmen oder, um es mit den Worten unserer Schirmherrin Luzi Veit zu sagen, jeder Mensch wird mit einem Geschlecht geboren, seinem eigenen. Und der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass dieses Menschenrecht umgesetzt wird. Wir fordern die Einführung eines dritten Geschlechts im Personenstandsrecht. Wir fordern, die Sondergesetzgebung für Transpersonen endlich abzuschaffen. Wir fordern ein Verbot von geschlechtsangleichenden Eingriffen bei intergeschlechtlichen Menschen und wir fordern ein Verbot von Therapien, die Homosexuelle heilen sollen. Denn die Würde des Menschen und die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Wir fordern, dass Artikel 3 des Grundgesetzes endlich erweitert wird, damit unsere Rechte durch die Verfassung gesichert sind. Denn mittlerweile verlangt die AfD im Deutschen Bundestag, die Ehe für alle wieder abzuschaffen. Da geht noch mehr. Richtig. Die Hamburger AfD-Fraktion hat sich in dieser Woche ebenfalls zu Wort gemeldet und behauptet, dass sie die einzige Partei sei, die dafür sorge, dass der CSD in Sicherheit stattfinden kann. Doch in Wahrheit will diese Partei uns weder schützen noch stärken. Führende Repräsentantinnen der AfD stellen die Akzeptanz von Homosexualität und die Rechte sexueller Minderheiten immer wieder öffentlich in Frage. Die Partei will die Ehe für alle wieder abschaffen lassen. Sie kämpft gegen ein Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung und sie kämpft gegen eine zeitgemäße Sexualaufklärung. Die AfD ist deshalb nicht unser Freund, auch wenn sie diesen Eindruck gerne erweckt. Sie ist der politische Gegner der Pride-Bewegung.
Der Kampf um gleiche Rechte und um die Absicherung des bisher Erreichten, er geht also weiter. Und deshalb sagen wir ganz deutlich an die Adresse von religiösen Fundamentalistinnen, Rechtspopulistinnen und Nazis: Ihr nehmt uns weder unseren Stolz noch unsere Rechte. Ihr verhindert nicht, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt und allen Menschen ihre Würde garantiert. Ganz egal, wie sich jemand definiert, ganz egal, welchem Geschlecht sich jemand zugehörig fühlt und ganz egal, wie jemand begehrt oder liebt. Wir kämpfen weiter und zwar gemeinsam, denn ihr seid nicht die Mehrheit. Und wir sagen: Freie Bahn für Genderwahn. Vielen Dank. Und es ist ein ganz tolles Bild hier. Und bevor ich noch länger rumschreie und gleich keine Stimme mehr habe, möchte ich zum einen erstmal sagen, was wir für tolle Menschen hier heute auch zu Gast haben. Wir haben zum Pride dieses Jahr eingeladen Gäste aus Shanghai, vom Shanghai Pride und aus Peking. Wir haben zwei Frauen vom Prague Pride in unserer Partnerstadt in Tschechien eingeladen und wir haben einen Gast aus Istanbul, den ich euch gleich noch vorstellen will. Und hier vorne sehe ich, wir haben auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe geflüchteter Menschen aus ganz Deutschland nach Hamburg eingeladen, damit sie morgen gemeinsam mit uns demonstrieren und für Sichtbarkeit auch aus ihrem Blickwinkel sorgen können. Herzlich willkommen allen hier in Hamburg. Und jetzt möchte ich die Menschen auf die Bühne bitten, mit denen ich die große Ehre und das Vergnügen habe, gemeinsam diesen CSD zu organisieren. Denn wir sind natürlich ein Team und wir sind ein geiles Team, mit dem es wahnsinnig viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und euch möchte ich jetzt alle mal auf die Bühne bitten. Ja, da kommen sie. Das sind die Menschen, mit denen wir das ganze Jahr zusammen hocken, um das alles hier zu organisieren. Nicole, Patrick, Maike, André, Dominik und Matthias. So. Und dieses Straßenfest läuft ja jetzt, aber wir nehmen uns jetzt einfach die Freiheit, es jetzt nochmal offiziell zu eröffnen mit einem großen Wumms. Und ich sage, hiermit ist das CSD Straßenfest 2018 eröffnet!